Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Limbo. Heute mit einer neuen Folge. Meine Figur will sich nicht bewegen. Und, habe ich die Spinne nicht das letzte Mal getötet? Ah, ich glaube, der hat mit den Saves gefällt. Ja, ich töte die mal eben kurz. Ah ja, Spinne kann man ja. Nein! Ah! Ja, das fängt ja wundervoll an. Ich habe das schon so lange nicht mehr gezockt, dass ich schon voll vergessen habe, wie man hier interagiert. Okay, und einmal wegrennen. Ah! So. Der Niklas ist heute diesmal nicht dabei, weil er pennt diesmal ausnahmsweise nicht bei mir. Und das wird hier nur eine sagen wir mal, 10-minütige Folge. Das heißt, ich mache mal ganz kurz meine Tür zu. Das wird hier nur eine 10-minütige Folge, denke ich, damit der Niklas auch die Chance hat, mal wieder hier mitzumachen. Also beim nächsten Mal. Ich glaube, ganz kurz, kann man irgendwie die Grafik höher stellen, weil irgendwie... Oh, nee, die Helligkeit will ich nicht unbedingt höher stellen. Okay, der Niklas spielt das nächste Mal mit. Also da kommentiert er dann wieder mit, der ist nur leider nicht hier. Und ja, ich musste einfach mal wieder eine Folge raushauen, weil ich hatte nämlich nichts mehr auf der Platte. Oi. Ich roll das jetzt einfach mal da rein. So, kennen wir ja schon alles. Bäh. Kann ich hier nochmal hoch? So. Hoppity. So, und ich glaube irgendwo... Gleich da hinten an den Käfigen. Ja genau, hier haben wir das letzte Mal geendet. Aufgehört meine ich natürlich. Und ich habe wirklich, habe hier auch nicht mehr einen großen Plan, wie es weitergeht. Ich schätze jetzt einfach mal, dass ich hier hoch muss. Ach, ist das nicht wunderschön mit den Krähen hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss in die Richtung, aber hier sind so, sind diese Dinger und irgendwie... Ich glaube, ich muss ich hier hoch. Kann das sein? Ah! Ach so, ja. Hier gibt's den. Ich hab erst gedacht, ich muss da hochklettern. Die letzte Aufnahme ist auch schon sehr, sehr lange her. Weil... Ja, keine Ahnung. Hatte halt irgendwie... hatte irgendwie nie einen neuen Grund, was aufzunehmen. Und ja, jetzt sind wir halt hier. Hier gruselige Geräusche und es wird immer dunkler und dunkler. Was ist das? Irgendwelche komischen weißen Viecher da drin. Und da schwimmt ein Kind. Yeah! Boah, hör mir auf. What? Ah, weg hier. Nein! Ah, jetzt bin ich tot. Holy gosh. Ich glaube, ich muss einfach warten. Yeah! Auf toten Kindern springen! Und tot ist der Bube. Was hat er da überhaupt am Kopf? Ich habe übrigens auch in Planung ein neues Let's Play, aber dafür muss ich erstmal ein Let's Play beenden. Ich will es nämlich nicht noch ein neues starten. Und das wird sehr, sehr lustig! Okay, ich kenne das schon. Da unten ist so eine Falle, wenn ich da reinspringe, dann... verrecke ich und ich muss jetzt hier dieses kleine Kind da reinziehen. Kann ich das auch schieben so? Geht das vielleicht? Ja genau, das geht auch so. Das muss ich jetzt da reinschieben, damit ich nicht in die Falle gehe. Denn das wäre auch sehr ungesund für mich. Wow, und einmal so. Ja, dieses Spiel ist sehr gemein, aber das muss leider sein. Oh nein, oh, das kenne ich noch aus der Vorschau. Nein, ich will das nicht. Nein. Ich hasse das. Ich bin so oft gestorben dabei. Hopp und hopp, schnell. Ah. Das ist nämlich so Larven, wenn du die in den Kopf kriegst, dann kannst du nur in eine Richtung rennen. Deswegen haben auch diese Kinder diese Larven im Kopf. Das ist nicht witzig. Das ist überhaupt nicht witzig. Das macht überhaupt keinen Spaß. Okay. Ich glaube, die in der Mitte, die am Rand triggern das und das in der Mitte nicht, genau. Ich kann mich noch erinnern, dass es hier genau andersherum war. Ach, genau. Und ab einer bestimmten Stelle weiß ich nämlich gar nicht mehr Bescheid. Jetzt muss ich, glaube ich, zurück. Ah! Jetzt muss ich hier rüber. Da habe ich nämlich richtig lange gebraucht. Das ist gut, dass ich mich nämlich ein bisschen mit diesem Spiel hier auskenne. Nein! Ah. Das ist gut, dass ich mich ein bisschen mit dem Spiel auskenne, weil sonst wird das nämlich hier zu lange dauern.
Und da habe ich nämlich damals, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, um das zu checken, worum es hier überhaupt geht. Einmal hier rüber. Nein! Ah! Holy shenanigans. Oh Gott. Also Jump'n'Run lag mir irgendwie noch nie. Gut, dann einmal weiter so. Und nochmal. Hopp! So, jetzt dürft ihr mich nicht kriegen. Hopp. Komm, Felix, das schaffst du. Komm, 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 komm. Einmal weiter und da. Einer überlebt es noch. Jetzt gehe ich kurz weiter und er ist tot. Das ist so laut hier. Ich hoffe, man versteht mich, weil ich will mich jetzt nicht hochpegeln. Das wäre ja ziemlich ätzend, wenn ich mich jetzt immer hochpegeln müsste, jedes Mal. Bitte. Schafft den Sprung. Ja, gut. Mein Spiel ruckelt gerade ein bisschen. Das gefällt mir gar nicht. Zumindest habe ich das schon mal geschafft. Das ist nämlich einer auch der blöden Rätsel im Spiel. Und hier kommt dieses industrielle Gebiet, wo ich irgendwann gar nicht mehr gecheckt habe, was ich machen muss. Ich weiß nicht, warum ich... genau. Ich glaube, ich weiß es jetzt ungefähr. Ich muss mal ganz kurz hier dran springen, um das zu checken. Ah, okay. Gut, gut, gut. Ich muss nämlich jetzt, genau, also das sind so zwei Gewichte und jede Schnur, die da hängt, die zieht quasi ein Gewicht runter. Und ich muss jetzt diese Schnur hier ganz schnell runterziehen, dann einmal da unten rundherum und dann wieder die Schnur festhalten. Weil wenn ich hier reingehe, dann ist es ein bisschen ungesund für mich. Rechts geht nämlich jetzt ein Gewicht hoch. So, das muss ich einmal ganz, ganz schnell hier rum. So. Und hier oben ans, da ist das Gewicht dran springen, genau. Das ist nämlich der Teil, wo ich ganz, ganz lange gebraucht habe. Und hopp! Ah, nein, 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 nein. Lass mich doch durch. Ach. Ich hasse es. Okay, da war ich einen Moment etwas voreilig. Dann muss ich einmal wieder hier dran ziehen. Ah, nein. Kletterlimbo, Mann. Okay, und einmal so runter. Hopp, schnell, 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 schnell. Ah, daran. Ja, gut. So, einmal runter und dann daran. Und jetzt rüber. Komm, 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 komm. Uff. Geht doch. Sauber. Puh. Das war jetzt auch mal ordentlich. 2 Minuten nehme ich noch auf. Ey. Weil ich habe nämlich jetzt vorgenommen, immer so 10 Minuten aufzunehmen. Da habe ich nämlich mehr von, bevor ich dann 30.000 Folgen auf der Platte habe. Die will ich ja auch nicht so überfüllen. Lalalala. Oh nein, hör mir auf. Nein, nein, nein. Ah! Ah, holy shenanigans. Ich hasse das. Jetzt kann ich mich zum Beispiel gerade gar nicht bewegen. Bis ich das dann einmal wieder umpult und dann geht's weiter. Ich glaube, ich kann nur springen. Ja, ich kann nur springen. Okay, ab hier wird's schwer. Ab hier weiß nämlich so gut wie gar nichts mehr. Gleich kommen nämlich so Parts, wo... Ah! Genau, hier muss ich jetzt rüber. Und dann drehe ich aber, glaube ich, gleich wieder um. Kann das sein? Hier muss ich dann einmal drüber. Das drehe ich nämlich gleich wieder um. Dann darf ich da zum Beispiel nicht rüberspringen. Oder klettert der da hoch? Ah genau, jetzt schiebt er das einfach nur in die Richtung. Aber ich gleich polt das wieder um, jetzt kann ich wieder in die rechte Richtung gehen. Komm. Geh in die andere Richtung. Na los, hau doch rein. Pol doch wieder um, Mann. Hallo. Limbo-Mann. Limbo-Mann? Ich kletter jetzt einfach mal drüber. Kein Bock jetzt zu warten. Das ist doch eindeutige Zeitverschwendung. Ja, und jetzt sterbe ich hier. Ja, wow. Glamourös.
Na egal, ich denke, ich beende diese Folge für heute ab hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Limbo. Und da ist wieder dieses Ding, damit ihr weißt, wo wir ungefähr waren. Ciao, ciao.